Die DHV-News vom 29. April 2022. Vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. FDP für Eigenanbau. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Heute habe ich nur deutsche Nachrichten für euch. Ein paar internationale Themen packe ich euch in den angepinnten Kommentar, wo auch die Zeitmarken drin sind. So ein paar Fundstücke sozusagen, die ich euch mal zeigen will, aber die ich jetzt nicht mehr geschafft habe, hier mit einzubringen. Ist auch nicht extrem wichtig, ja, muss man nicht gucken. Aber wenn ihr ja noch was sehen wollt, guckt mal da in diesen Kommentar rein, in den angepinnten. Wir haben viel zu tun derzeit, ja, das ist auch der Grund dafür, warum ich da jetzt nicht mehr noch groß ausformuliert habe, was da international passiert ist. Und zwar genau die großen Projekte, die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, werden jetzt alle gerade heiß und machen uns Arbeit, was gut ist. Ja, wir haben uns ja vorgenommen, einerseits natürlich die Legalisierung an sich überhaupt durchzusetzen. Ja, das ist ja noch nach wie vor auch nicht klar, ob das überhaupt passiert. Und eben auch die Details dieser Regularien beeinflussen. Dazu gehört auch die Cannabis-Normalkonferenz, die jetzt gerade in die heiße Phase kommt, auch planungsmäßig. Und wir wollten die Landtagswahlen beeinflussen, damit wir die CDU-Mehrheit im Bundesrat brechen, weil auch das eine Voraussetzung ist für die Legalisierung, damit die uns da nicht am Ende quer im Weg stehen. Und überall da geht es jetzt voll zur Sache. Und was die Details angeht zur Legalisierung, habe ich diese Woche zusammen mit Maria auch ein paar Lobbygespräche geführt, ja, über die wir jetzt gar nicht reden werden, auch kein Bild irgendwie veröffentlichen oder so, eher mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen. Das tun wir also auch, nur um euch auch zu sagen, ja, warum es jetzt hier ein bisschen nicht internationale News gibt, aber auch die, die verstehen, was Lobbyismus ist. Ja, wir machen auch die Dinge, die normal Lobbyisten machen, nämlich Lobbygespräche, ohne dass man das irgendwo an die große Glocke hängt. Recht interessant, interessante Dinge sind dabei rausgekommen und irgendwann seht ihr nochmal das Ergebnis davon, aber vielleicht erfahrt ihr nie, ja, was für Gespräche da vorher gelaufen sind. So ist das nun mal, man kann nicht alles irgendwie groß rausposaunen. Muss halt auch mal sein. Und nochmal ein kleiner Hinweis vielleicht auch, ja, wir haben wieder ein paar längere News gehabt in letzter Zeit auf die Sprungmarken in diesem Kommentar oder auch in der Videobeschreibung. Teilweise auch am Handy sehe ich jetzt, dass die da YouTube selber da die Sprungmarken zu den einzelnen Themen schon anbietet, die ich hier habe. Nutzt das, wenn euch die DHV-News zu lang sind und guckt euch die Themen an, die euch interessieren, ja, bevor ihr gar nichts guckt. So, Cannabis-Normal-Konferenz, da muss ich nochmal drauf eingehen. Die dient ausdrücklich dazu, die Eckpunkte mit euch zu besprechen. Ja, das ist ein Community-Event. Ich habe da letzte Woche schon erzählt, aber die News letzte Woche haben nicht so viele gesehen, weil die irgendwie zwischen anderen Videos hier ein bisschen untergegangen sind. Ja, auch der Rückblick zum For 20 Days ja gut gelaufen. Ja, und von daher haben das, glaube ich, noch nicht alle mitgekriegt hier. Wir haben ja eine Weile gar keine Cannabis-Normalkonferenzen mehr gemacht. Nach 2017 und 2018, das sehr positive, angenehme Events waren, konnten wir uns aber nicht leisten. Ja, das war zu viel Zuschussgeschäft. Und dieses Jahr wollten wir das unbedingt mal wieder machen und subventionieren das jetzt ein bisschen quer mit den Weihnachtsspenden. Wie angekündigt, ja, haben wir auch so schon gesagt im Dezember, dass wir einen Teil des Geldes dafür benutzen, um mit euch die Details der Legalisierung zu besprechen. Wir sind eure Lobbyisten in Berlin und entsprechend wollen wir auch vortragen da, ja, was eure Meinung ist. Wir haben ja unsere Eckpunkte vorgelegt, die wir erstmal so grundsätzlich vertreten, ja, als Handverband-Team hier in Berlin. Und da sind aber bestimmt ein paar Punkte bei, wie immer. Ja, nie sind sich zwei genau einig, die ihr nicht gut findet. Dann kommt ihr zu Canoco, zur Cannabis-Normal-Konferenz und redet da mit. Wir werden mit einem bestimmten Tool, ja, mit so einer App, die müsst ihr gar nicht installieren, ja, da müsst ihr nur irgend so einen Code irgendwie eingeben, könnt ihr da abstimmen. Wir werden in den einzelnen Sessions, die wir auf der Canoco haben, euch abstimmen lassen über ein Meinungsbild zu ganz bestimmten Fragen, die das Eckpunktepapier betreffen. Wir haben zwar das Programm mit den einzelnen Sessions noch nicht online, da arbeiten wir jetzt gerade mit Hochdruck dran. Aber ist auch ganz simpel, ja, das ausschließlich geht es um unsere Eckpunkte, die wir auf 11 verschiedene Sessions verteilt haben da, wo wir das mit euch besprechen wollen, mit kurzen Impulsreferaten, dann ausführlich Diskussionen, jede Menge Zeit, jeder kann was sagen dazu und dann wird über etliche Fragen abgestimmt, die wir stellen und die teilweise eben auch von euch dann da aufgeworfen werden können.
Also zögert nicht, euch ein Ticket zu besorgen. Das geht auch jetzt los mit dem Ticketverkauf. Hat mächtig angezogen diese Woche. Der Early-Bird-Preis geht noch eine Weile. Wir haben uns um moderate Preise bemüht. Wie gesagt, subventionieren die auch ein bisschen. 70 bis 120 Euro sind dabei jetzt rausgekommen für 3 Tage Konferenz. Also mit einem Hauptkampftag am Samstag. Ja, aber auch ein bisschen Programm Freitagabends und Samstags, Sonntagmittags, morgens. Und das mit komplett Vollverpflegung. Also Samstag durchgehend auch essen und trinken können auch die ganze Zeit da was und so. Ja, kostenlos, Ticketpreis mit drin. Also, das müsst ihr euch jetzt mal geben. Ja, das ist eure Konferenz, das ist eure Gelegenheit, da mitzureden. Bei der Legalisierung wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wo das so geht. Ja, weil wir halt dafür da sind, das so zu machen. Und wenn euch das auch zu teuer ist, wenn ihr euch das nicht leisten könnt, die 70 Euro als DRV-Mitglied oder ermäßigt, dann könnt ihr auch euch als Helping Hand bewerben. Da haben wir eine Menge Arbeit zu tun, alle möglichen Schichten, mal ein bisschen Garderobe und hier und da Stage Manager und so. Ein paar Stunden arbeiten, da könnt ihr euch auch ein kostenloses Ticket sichern und umsonst da reinkommen. Das System ist jetzt online, wo man sich da bewerben kann. Also geht nochmal auf cannabisnormal.de und ja, meldet euch da an oder kauft euch gleich ein Ticket. Wir haben normalerweise den Dreiklang da, Politik, Wissenschaft und Aktivismus, den wir da zusammenbringen. Eben Leute aus den drei Bereichen mixen das Ganze zusammen zu einem spannenden Mix irgendwie. Ja, aber diesmal ist Schwerpunkt Community, ganz klar Aktivismus. Ja, ihr seid der Schwerpunkt diesmal, deswegen machen wir auch keine Vorträge großartig, sondern nur kurze Impulse, 5 Minuten und dann wird halt diskutiert und ihr seid dran. Ja, da macht eine Menge Arbeit, ja, und wir freuen uns, wenn da viele kommen und das Angebot annehmen. Und wenn ihr das doch nicht könnt, was weiß ich, weil irgendwas ist an dem Tag, ja, ihr heiratet meinetwegen oder sowas an dem Wochenende, ja, dann könnt ihr auch online die DHV-Eckpunkte weiterhin kommentieren auf der Seite handverband.de. Und ihr seid noch weiter gefragt. Nächste Woche geht's los mit den bundesweiten Demos für die Legalisierung von Cannabis, der Global Marihuana Marsch. Und wenn ihr euch ärgert, ja, dass immer noch nichts passiert ist in Sachen Legalisierung oder euch Sorgen macht, dass das gar nicht mehr passiert, ja, dann geht demonstrieren. In 20 deutschen Städten ist jetzt was angesagt. Zu letzter Woche sind auch dazugekommen tatsächlich Dresden, wie angekündigt, und für mich überraschend auch Erlangen. Davon wusste ich noch nichts. Die sind auch jetzt mit dabei. 20 Städte insgesamt am 7. Mai, nächste Woche Samstag, wären das Dortmund, Berlin, Braunschweig, Nürnberg, Magdeburg, Regensburg, Heidelberg, München, Halle, Hamburg, Ulm, Stuttgart, Konstanz, Düsseldorf, Erfurt und Dresden. Dann eine Woche später, 13. Mai, freitags in Darmstadt und 14. Mai, Oldenburg, Freiburg und Frankfurt. Das Ganze nochmal zu sehen unter gmm-deutschland.de, da seht ihr auch, wann und wo genau das Ganze dann startet. Schleswig-Holstein. Der Wahlcheck ist online, noch so ein großes Arbeitsding jedes Mal. Ja, wir gucken uns das ja immer sehr intensiv an, was die einzelnen Parteien da so sagen. Also jedenfalls die, die vorher im Parlament drin waren oder die gute Aussichten haben, reinzukommen. Bei den ganzen kleinen Parteien müssen wir immer sagen, Entschuldigung, das kriegen wir nicht geregelt, die auch noch alle durchzuscannen. Guckt euch im Zweifelsfall die auch an. Aber bis dahin schon genug zu tun, das Ganze vernünftig zu analysieren. Und das könnt ihr euch ansehen, besonders wenn ihr Schleswig-Holsteiner seid, auf unserer Seite. Und da sieht es nicht gut aus, ja, mit unserer Verdrängung der CDU aus den Landesregierungen. Saarland hat ja super geklappt, ja, da sind sie weg. In Schleswig-Holstein hat die CDU super Umfragewerte. Scheinbar ist dieser Ministerpräsident Günther so wahnsinnig beliebt, dass er den ganzen anderen Quatsch von der Union da irgendwie mit aus dem Dreck zieht. Aber es gibt immer noch eine Chance für eine Mehrheit ohne CDU. Also, wenn ihr Schleswig-Holsteiner seid, geht wählen, tut euren Teil für die Legalisierung. Und dann könnt ihr zumindest nachher, könnt euch niemand vorwerfen, dass ihr daran schuld seid, ja, dass da weiter die CDU am Ruder sein sollte, falls das so kommt. Und wenn das klappt, ganz knapp, ja, dann habt ihr es geschafft. Wobei da auch die Alternative schwierig ist. Ja, also da in Schleswig-Holstein haben wir mal wieder festgestellt, da hat sich eigentlich keine Partei wirklich ein Bein ausgerissen. Ja, da haben wir schon viel Besseres gesehen irgendwie in anderen Bundesländern. Niemand hat jetzt richtig irgendwie die Zähne gezeigt für die Handfreunde. Aber manche haben wenigstens ein vernünftiges Programm und andere sind Repression pur, die man auf gar keinen Fall wählen will. Also da sticht man wieder tatsächlich auch besonders die CDU heraus, ja, während die SPD irgendwie gar nichts sagt. Die haben uns noch verspätet die Wahlprüfsteine geschickt, habe ich gerade eben gehört, da konnte man nicht mehr einbeziehen. Da sind also Leute lauter nichtssagende schwarze Balken, weil nichts im Programm, Wahlprüfsteine nicht beantwortet.
Wir tun die Wahlprüfsteine jetzt aber noch auf die Seite drauf, ja, ohne das groß zu bewerten. Da könnt ihr auch noch mal gucken, wenn ihr euch für die SPD besonders interessiert. Also jedenfalls eher nicht sagen, aber die CDU, ja, die sind im Zweifelsfall sogar noch für eine Verschärfung der Kieferverfolgung. Ja, da muss man auch mit rechnen, wenn die jetzt irgendwie noch Zugewinne machen in Schleswig-Holstein. Die reden nur von Drogenspürhunden im Gefängnis und von einer Ächtung von Drogen. Ja, also tierische Kampfbegriffe da irgendwie, wenn es um Drogenpolitik geht, was anderes fällt denen dazu nicht ein. Geht wählen und sagt den Parteien eure Meinung. Das ist diesmal besonders wichtig, weil, wie gesagt, die sind da so ein bisschen luschig unterwegs, nicht furchtbar motiviert, auch wenn sie gute Programme haben zum Teil. Also besonders der Grüne, auch in der Regierung ist ja normal, dass man nicht arg viel macht, aber die haben auch ganz locker, haben sich die Modellprojekte in Schleswig-Holstein ausreden lassen, ohne groß zu protestieren. Naja, wenn die wüssten, dass sie gewählt worden sind, wegen Cannabis, ja, dann hätten sie da vielleicht ein bisschen anders agiert und das soll nicht nochmal passieren. Wenn ihr Grüne wählt, schreibt denen, ich habe euch gewählt wegen Legalisierung, ihr habt das im Programm, war ein bisschen luschig in den letzten Jahren, ja, will ich was mehr sehen. Schreibt denen das, sonst wissen sie es nicht, dass ihr die deswegen gewählt habt. Dann könnt ihr euch von nachher auch nicht beschweren. Also sagt denen da Bescheid. Auch wenn ihr jetzt meinetwegen SPD nicht wählt, ja, schreibt er denen, ja, ich habe überlegt, ja, aber nee, geht nicht. Also das, ihr müsst euch schon vernünftig bekennen zur Legalisierung und da was machen. Wichtig, machen. Jetzt einmischen. Um CDU-Mehrheit zu knacken, ich habe es am Anfang gesagt, ist auch eine wichtige Mission für uns dieses Jahr. Und zwar nicht nur durch Wahlchecks hier, wie hier vorgetragen, wie immer, sondern auch durch ein Promo-Video. Das zeigen wir euch jetzt hier auch nochmal. Schleswig-Holstein wählt Legalisierung. Die Bundesregierung will Cannabis legalisieren. Im Bundestag gibt es dafür die nötige Mehrheit. Das Gesetz wird aber auch die Zustimmung des Bundesrats brauchen, in dem die Bundesländer vertreten sind. Die CDU ist an einer Mehrheit der Landesregierungen beteiligt. Sie lehnt eine liberale Cannabispolitik ab und kann die Zustimmung im Bundesrat blockieren. Wenn ihr für die Legalisierung seid, geht wählen und verhindert die CDU in eurer Landesregierung. Diesen Spot spielen wir gerade mit Spendengeld massiv aus. Wie gesagt, auch das war ja Teil unserer Ansage für die Weihnachtsspendenaktion. Jetzt sind wir am Geld ausgeben an dem Punkt. Schleswig-Holstein ist die Kampagne in vollem Lauf und hat bisher, ich habe eben nochmal nachgefragt, in Schleswig-Holstein bisher 539.000 Impressionen, 57.000 Aufrufe, also die dann auch draufgeklickt haben sogar. Und länger, vor allen Dingen länger als diese ersten Sekunde auf YouTube geguckt haben, ne, die nicht geskippt haben gleich. Aber auch die anderen haben ja die ersten paar Sekunden auf jeden Fall auch gesehen, ja, über 500.000 Mal. Und dann nochmal haben wir einen kürzeren Spot, der auf die wesentlichen Informationen nochmal auf 7 Sekunden zusammengedampft ist, der nicht skippbar ist. Den haben wir auch schon 26.000 Mal ausgespielt in Schleswig-Holstein. Und da geht noch was bis Sonntag. Also wie gesagt, das ist jetzt gerade voll am Rocken sozusagen. So, dass schon einige dort was gehört haben werden von dieser Kampagne, vielleicht sich tatsächlich auch motivieren lassen, zur Wahl zu gehen. Das könnte das Zünglein an der Waage sein. Ja, wer weiß, sicherlich keine Revolution, die da irgendwie alles komplett umdreht. Aber ein bisschen was könnte dabei schon rauskommen. Und das ist ja auch ein Signal. Ja, das werden ja auch die Parteien sehen, das wird auch die CDU sehen. Und eben auch die anderen, ja, die dann auch wo eine gewisse Erwartungshaltung ja auch drinsteckt, ja, dass sie das alle zu sehen kriegen. So, das Ganze geht noch bis Sonntag und NRW läuft auch schon. Das ist ja danach die Woche, da komme ich dann mit der Wahlanalyse dann nächste Woche nochmal um die Ecke. Das wird dann auch anlaufen und wird jetzt, die Werbung läuft auch jetzt schon, ja, da werden wir auch mächtig nochmal ausspielen. NRW ist ja auch größer als Schleswig-Holstein, da werden wir noch mehr ausgeben, da werden wir sicherlich über 1 Million Impressionen haben, da für unser Video auf NRW zugeschnitten, auch eine große Sache. Das ist übrigens auch ziemlich aufwendig, das Ganze, ja, hier mit dem Videos ausspielen, mit der Bewerbung, weil wir da ständig irgendwie gucken müssen, dass wir an der Zensur irgendwie vorbeikommen, ja, das ist immer wieder anders, was die Algorithmen da bei Facebook oder YouTube da irgendwie von uns wollen. Und dann müssen wir nur rumprobieren, ne? Und dann kommt das schon mal drauf raus, dass wir das Cannabisblatt nicht zeigen dürfen in dem Spot und dass auch dann die Stimme nicht Cannabis sagen darf. Ja, müssen wir beides durch Brokkoli ersetzen und das dann so irgendwie bewerben. Ja, das ist total bescheuert, aber anders geht es dann nicht. Oder wir dürfen manchmal eben nicht die Handverbandseite als Landingpage nehmen oder unseren YouTube-Kanal. Ja, zwischendurch hatten wir mal irgendeine Seite mit Wahlumfragen da, die Ergebnisse von Wahlumfragen, irgendwas Neutrales, damit das überhaupt losging. Also wirklich absurd. Und von daher leben wir immer noch in albernen Zeiten, da muss sich was tun, ja, also wählen gehen ist eine der Dinge und den Parteien eine Ansage machen, die da jetzt notwendig ist.
SSW wollte ich noch kurz erwähnen, Schleswig-Holstein. Die haben auch irgendwie ganz gut abgeschnitten bei unserer Analyse. Das wollte ich noch erwähnen und nicht vergessen. Südschleswigscher Wählerverein-Verband Dingens. Die kann man wählen. Christine Lüttke, noch was wir diese Woche gemacht haben. Ja, irgendwie mir Schlag an die Ohren, vor lauter alles Mögliche gemacht. Ein Interview hier im Kanal ist ganz gut angekommen. Ja, auch wenn viel auch offenbart worden ist, mal wieder was alles noch nicht gelaufen ist und noch nicht so richtig funktioniert. Interessante Einblicke in irgendwie ein schwarzes Loch oder so. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall. Klärende Positionierung der FDP war auch dabei. Ja, und das war eine sehr erfreuliche Nachricht. Besonders das hier. Sie haben noch einen dritten Teil gepostet da letzte Woche und geschrieben, konsequente Bekämpfung des Schwarzmarktes. Ja. Da lese ich wiederum raus, kein Eigenanbau. Richtig? Da lesen Sie falsch. Wir sind ja eine liberale Partei und das heißt natürlich auch, wir Liberalen trauen den Menschen auch was zu. Und ich traue mündigen Konsumentinnen und Konsumenten schon durchaus auch zu, dass sie gut für sich selber sorgen können. Und ich persönlich sage ja, ich spreche mich auch für den Eigenanbau aus. Das ist ein Thema, das gehört für mich mit Eigenverantwortung zusammen. Also klassisch liberales Thema auch, wie das dann im Detail ausschaut, ob man eine Grenze macht bei einer bestimmten Menge von Pflanzen oder Quadratmeterzahl, das ist auch was wir dann im Lauf des Gesetzgebungsverfahrens noch genauer definieren müssen. Aber doch, Eigenanbau gehört für mich auch dazu. Das ist eine super Information, da haben wir doch den Punkt erwischt sozusagen, was neu ist wirklich, weil ich so noch nicht gehört habe, so klar. FDP-Fraktion, kann ich dazu sagen, FDP-Fraktion für Eigenanbau oder ist das jetzt erstmal nur eine sehr individuell persönliche Meinung? Ich würde sagen, wir sagen, die Sucht- und Drogenpolitische Sprecherin spricht sich für den Eigenanbau aus. Das wäre der korrekte Weg. Okay, also das klingt für mich einigermaßen offiziell. Sie dürfen dazu sagen, nicht nur für sich als private persönliche Meinung. Super. Ja, also FDP pro Eigenanbau, das war wirklich eine tolle neue Nachricht, weil die bisher ja skeptisch waren. Ich war skeptisch, ja, habe auch immer gedacht so, das wird verdammt knapp mit dem Eigenanbau, weil im Wahlkampf ja nur die Grünen dafür waren und SPD und nicht und FDP auch nicht. Die drei Ampelparteien halt schon 2-1 dagegen im Prinzip vor der Wahl. Und seit der Wahl haben sich die anderen noch nicht so richtig positioniert. Die Grünen weiterhin, ja, wir haben das ja im Cannabiskontrollgesetz, das wollen wir nach wie vor ja haben, durchsetzen und da ist Eigenanbau mit drin und fertig, ja, ganz klar. Während bei den anderen nichts kam erstmal, die halt so ein bisschen rumüberlegt haben. Ja, und jetzt kommt Lüttke und sagt, jawohl, Eigenanbau, Hammer im Boot, Hammer im Spiel, machen wir. Und sie sagt eben auch, sagt das nicht jetzt nur für sich privat, sondern eben offiziell als Sprecherin der Fraktion. Ist also zumindest einigermaßen abgestimmt, ja, sie darf das sagen, ja, da hat ja keiner irgendwie dazwischen gegrätscht. Wunderbar, ja, das erhöht die Chancen für Eigenanbau enorm, jetzt steht es 2-1. Und auch die SPD hat sich ja nicht komplett dagegen ausgesprochen, sondern ja, gibt durchaus auch Leute in der SPD, die das gut finden. Speziell eben auch die beiden DrogenpolitikerInnen da, Wegge und Heidenblut, die sind da sicherlich aufgeschlossen, denke ich mal. Es ist halt die Frage, was mit dem Rest ist. Aber wer weiß, ja, vielleicht kommt tatsächlich sogar auch noch eine Legalisierung mit Eigenanbau nach Deutschland. Das wäre super. Außerdem noch ein anderes Thema, was ein bisschen pikant ist, ja, wir schon lange fordern, was ihr auch in den Eckpunkten findet, sehen wir jetzt hier nochmal. Unser Vorschlag wäre ja für die Versorgung im ländlichen Raum, wo nicht so dicht an dicht irgendwie die Fachgeschäfte dann sind, Onlinehandel auch zuzulassen. Mhm. Sind Sie da auch im Boot? Ja, auch da habe ich den liberalen Ansatz. Ne? Also Onlinehandel kann ich mir auch vorstellen. Da kann man dann auch nochmal ausdiskutieren, was da die Voraussetzungen sind. Aber das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich bin auch sicher, dass wir da Lösungen finden und technische Möglichkeiten einsetzen können, um auch hier den Jugendschutz dauerhaft zu gewährleisten. Mhm. Ja, und gibt auch Dinge, wo ich überhaupt nicht mit einverstanden bin persönlich. Ja, Frau Lüttke ist diejenige, die sich am meisten dafür ausspricht, dass Cannabis auch in Apotheken verkauft werden soll. Das finde ich blöd, ja, aber es gibt auch in der Szene Leute, die sagen, dass das sein muss, um halt schnell, ganz schnell an Laufen zu kriegen und um den ländlichen Raum zu versorgen, ja, wobei ich mich da ja wieder, bin ich mir eigentlich mit Frau Lüttke, dass der Onlinehandel dafür die Lösung ist, ja, braucht man keine Apotheken, die das verkloppen. Manche sagen ja auch so als Übergangslösung, ja, das kann man ja nachher noch anders regeln. Da bin ich aber auch besonders skeptisch und wir haben jetzt gerade heute kam die Nachricht wieder rein hier, dass der Dachverband der Apothekenverbände, die haben heute bekräftigt, was sie schon mal gesagt haben, dass sie eigentlich gegen die Legalisierung sind, auf jeden Fall äußerst skeptisch. Aber wenn sie kommt, dann müssen die Apotheken exklusiv Cannabis verkaufen. Niemand anders soll das verkaufen dürfen. Ja, schön den ganzen Umsatz ja, nehmen, ja, wenn er überhaupt schon kommt. Ja, eigentlich doof, aber wenn, dann machen wir das alleine. Das war wieder mal die Message und
der Gedanke, denen das zwischendurch mal zu geben, jetzt für ein Jahr oder zwei Jahre Übergangszeit und ihnen das wieder wegzunehmen, so einen riesigen Umsatz, ja, das können wir vergessen, das werden die nicht wieder abgeben. Von daher, ja, bitte ich dazu bedenken bei eurer Meinung und wenn es dann zur Abstimmung kommt auf der Kanoko, in der Session, Apotheke, ja oder nein. Und zu dem Thema, was der Dachverband der Apotheker gesagt hat, packe ich euch noch einen Artikel zur Pharmazeutischen Zeitung hier in die Videobeschreibung, wenn der rechtzeitig kommt. Ja, ich habe bis jetzt nur einen Vorabdruck gesehen, sozusagen, weil ich da auch zitiert werde. Kennst du das auch? Du bekommst immer wieder schlechtes Gras, gar kein Gras oder sogar gestrecktes? Bei einer Legalisierung könntest du jetzt in ein schönes Geschäft gehen, dich beraten lassen und dir eine Sorte aussuchen. Oder gleich im Garten selbst anbauen. Quasi Bio. Du hast den Schwarzmarkt und die Probleme satt? Und willst endlich legales Gras? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox. Dann Urteil Verwaltungsgericht Trier, schon wieder CBD-Urteil, ja, Tofu diesmal, Tofu, was für die CBD-Veganer. Die sind jetzt nämlich auch problembehaftet, weil die Kanzlei WBS hat gemeldet, dieses Urteil des Verwaltungsgerichts Trier, dass auch Tofu mit zugesetztem CBD nicht verkauft werden darf, einfach so, weil das ein Novel Food ist. Novel Food Verordnung der EU hat man hier länger nicht mehr das Thema. Ja, ist auch eine der Maßnahmen, mit der sie versuchen, da irgendwie gegen das ganze CBD-Gedöns vorzugehen. Und wir haben ja lange nichts gehört jetzt erstmal über Urteile bezüglich CBD. Ständig immer nur irgendwelche neuen Shops, die aufmachen und wieder eine Razzia jede Woche irgendwo. Aber Urteile waren bis jetzt relativ selten, jetzt kommen sie aber häufiger. Ja, jetzt haben wir in letzter Zeit eben auch dieses Hanfnah-Urteil zum Beispiel gehabt, bunte Blüte. Letzte Woche gerade erst das Urteil, dass CBD-Tropfen Arzneimittel sind und insofern in die Apotheke gehören und Zulassungsverfahren brauchen und so. Also die nicht einfach so verkauft werden dürfen. Auch unterste Ebene des Gerichts, ja, kann auch irgendwie Widerspruch eingelegt werden und so. Aber trotzdem, ja, jetzt kommt gleich danach das Urteil, Novel Food Verordnung, das Argument, da kommt die Bundesregierung auch mit durch. Also CBD-Tofu ist nicht laut Verwaltungsgericht Trier. Ich nehme an, dass der Rechtsanwalt Solmecke in seinem bekannten Videoformat da nochmal Stellung zu nimmt mit dem Video. Bis jetzt aber nicht da. Ja, werde ich auch nochmal gucken, ob er da nochmal persönlich was zu erzählt. Und zuletzt nochmal eine dolle Nachricht aus Bayern, ja, wo man wieder mal nur staunt. Nordbayern.de meldet, dass der frische Bundestagsabgeordnete Ralf Edelhäuser von der CSU seinen Antrittsbesuch im Polizeipräsidium Mittelfranken gemacht hat. Ja? Also CSU muss einen Antrittsbesuch bei der Polizei machen. Und da ging es natürlich auch um Cannabis. Und die waren sich natürlich einig, Cannabis böse, darf auf gar keinen Fall legalisiert werden und so, soweit jetzt relativ unspektakulär. Aber spektakulär das Argument von Holger Plank, der ist dann nämlich Leiter des Sachgebiets für Verbrechensbekämpfung. Das muss ich euch mal vorlesen. Der Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis wurde schon vor einigen Jahren durch zahlreiche Gerichte immer wieder abgelehnt. Und auch in diesem Fall sehe ich persönlich kaum eine Chance, dass dieser Gesetzentwurf rein juristisch Erfolg haben wird. Ja, was für ein krasser Bullshit, ja, unglaublich, was labert der? Ich habe noch nie was von so einem Urteil gehört, dass irgendwie gegen einen Entwurf da für ein Gesetz da geurteilt hätte. Ja, das ist auch totaler Blödsinn, also es gibt kein Urteil über Gesetzentwürfe, ja, wer soll denn gegen Entwurf klagen? Das ist doch Quatsch, also das hat es noch nie gegeben, ein Urteil gegen einen Gesetzentwurf. Das ist einfach so was von abwegig und das kann aber wirklich, glaube ich, nur in Bayern passieren, dass sich da einer so dumpfbratzig hinstellt und sagt, so einen Stuss erzählt als Führungsperson der Polizei. Ja, überhaupt keine Ahnung von Juristerei, ja, dass sowas einfach Quatsch ist. Und das einfach so sich da hinstellen, das einfach so normal erzählen, als wäre das die Wahrheit, bloß weil er das sagt. Ja. Krass, unglaublich. Naja, also es gibt kein Urteil gegen Gesetzentwürfe, ja, Blödsinn. Termine. So, habt das geschafft wieder bis hierhin, aber die Liste wird lang, weil Global Marihuana March, habe ich ja schon mal erwähnt, muss ich jetzt nochmal machen, ja, weil ihr da unbedingt hingehen müsst. Es geht los, erstmal mit einem normalen Online-Treffen der Ortsgruppe in Karlsruhe, 29. April, 30. trifft die Gruppe in Darmstadt, sicherlich alle wild am GMM vorbereiten noch, Heidelberg, Online-Hybrid,
Teamsitzung Montag, 2. Mai. Und genau, ich habe ja auch noch am Montag einen Termin. Buberts Legal wie Online-Veranstaltung der SPD-Abgeordneten. Oh, jetzt habe ich den Namen nicht aufgeschrieben. Das tut mir leid. Der ja irgendwas. Ja, müsst ihr selber nochmal gucken. Auf jeden Fall ist da auch Carmen Wegge dabei als drogenpolitische Sprecherin. Und Sebastian Fiedler nicht. Ja, das haben wir ja angekündigt gehabt schon auf Social Media. Sebastian Fiedler ist der ehemalige Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Und mit dem war ich mal in einer Sterndiskothek. Das haben viele gesehen, glaube ich. Das hat fast 1 Million Views, das Video. Gegen den hätte ich jetzt zum ersten Mal wieder in so einem Format irgendwie, vielleicht auch mit ihm. Ja, ist er auf jeden Fall jetzt nicht mehr BDK-Vorsitzender, sondern SPD-Abgeordneter im Bundestag. Und als solcher wäre er mit dabei gewesen bei dieser Diskussionsrunde. Aber er hat jetzt abgesagt. Deshalb kamen Wegge und ich im Gespräch wie Buberts bei der ja Türk. Könnt ihr nachgucken. In Halle gibt es das Treffen am 4. Mai. DAV-Ortsgruppe am Mittwoch. Dann Freitag, 6. Mai, Regensburg. Monatstreffen der DAV-Ortsgruppe. Und jetzt geht los. Dortmund, 7. Mai, Samstag. Global Marihuana Marsch. Also Dortmund, Nummer 1. Ja, das ist jetzt alles 7. Mai erstmal. Berlin, Braunschweig, Nürnberg, Erlangen, Dresden, Düsseldorf, Halle, Hamburg. Alles am Samstag, 7. Mai. Dann weiter 7. Mai, Heidelberg, Magdeburg, München, Regensburg, Ulm, Stuttgart, Konstanz. Alles Samstag, 7. Mai. Ihr habt wahrscheinlich jetzt irgendwie gehört, oh, da war doch irgendeine Stadt dabei, die einigermaßen in der Nähe ist. Wie war das jetzt? Ne? Und dann guckt ihr nach auf gmm-deutschland.de, ob vielleicht noch was Näheres in eurer Nähe dabei ist. Und dann geht er dahin. Dann haben wir noch mal eine Hybrid-Sitzung der AV-Ortsgruppe, Dienstag, 10. Mai. Und dann geht es wieder weiter. Dann Freitag, 13. Mai in Darmstadt, Global Marihuana Marsch. Und Samstag, 14. Oldenburg, Freiburg, Frankfurt. Und Infostände gibt es auch noch von DRV-Ortsgruppen in Freiburg, gleich 3-mal, Konstanz, Regensburg und Traunstein in den nächsten 2 Wochen. Auch die findet ihr wiederum auf handverband.de unter Termine und den Link dahin wahrscheinlich auch hier in der Videobeschreibung. Wenn nicht schon wieder alles viel zu lang ist, auch in der Videobeschreibung, dass YouTube sagt, das ist zu lang, das müssen wir kürzer machen. Das war's für heute. Ihr habt es geschafft. Liked dieses Video. Kommt überall hin. Ja, Kanoko, GMMs, alles. Montag Online-Diskussion mit der ja Dings. Und liked dieses Video. Abonniert den Kanal. Drückt die Glocke ganz lieb. Und wir sehen uns. Ich wünsche euch einen schönen Abend und einen geruhsamen Tag.